Hallo Freunde, hallo zusammen. Ich mache heute das zweite Bild mit diesem Acryllack von Gerstecker und diesen Malibu Farben. Wichtige Nachricht, wer das erste Video noch nicht gesehen hat, das davor, ich habe es euch oben verlinkt, sonst fehlen euch wichtige Informationen. Alles klar, schaut es euch vorher an, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann wisst ihr genau, worum es geht und was ich jetzt auch verändert habe, weil dann brauche ich nicht alles nochmal erklären. Okay, dieses Mal, wie gesagt, mache ich noch etwas Vinylkleber rein. Ich nehme diesmal diesen von Isle of Art, also ist ja auch Gerstecker, damit die Metallic-Pigmente etwas dicker werden und nicht gleich so verlaufen. Und dann hoffen wir, dass das Bild trotzdem nachher noch glänzt, wenn es trocken ist, weil das ist der Acryllack glänzend. Also, dann bis gleich. Okay, Freunde, der Keilrahmen ist 30 auf 24 cm. Ich habe hier dieses Magenta Metallic, das Hellgrün Metallic und Türkis Metallic von Malibu. Und das Schwarz von Amsterdam. Und Weiß habe ich jetzt noch mal ein bisschen angerührt. Und da habe ich ja, wie gesagt, 6 Tropfen Silikon rein. Das verdünnt sich jetzt natürlich noch ein bisschen. So, was ich jetzt, wie gesagt, machen werde, weil es doch dünnflüssig ist, obwohl ich kein Wasser rein habe, mache ich da etwas Vinylkleber dazu, damit es etwas dicker wird. Ja, ich denke mal, das reicht schon, weil ich will auch nicht zu viel reinmachen. Nicht, dass dann die Wirkung des Glanzes verliert. Aber einfach zur Mischung dazu beiträgt, dass es etwas stabiler wird, auch von der Konsistenz her, von den Pigmenten, dass die nicht so arg verlaufen. Ja, man merkt auch schon hier wieder, das Grün ist etwas dickflüssiger wie das Magenta. Vielleicht noch ein bisschen dazu, dass es ungefähr gleich ist halt, ne? Ja, das passt. Dann haben wir hier noch das Türkis. Auch noch etwas rein. Das ist gut. Okay, dann haben wir das schon. Weiß passt, schwarz passt eigentlich auch. Ja. Was ich jetzt machen möchte, auch in die Farben, 2 Tropfen Silikon von 300 rein. Vielleicht haben wir dann da noch bessere Effekte. Wie beim vorigen Bild. So, schwarz mache ich nichts rein. Im Weiß haben wir ja was drin. Okay, dann lasst uns mal starten. Ich mache es ähnlich wieder, damit wir eigentlich auch den Unterschied sehen. Lass noch ein bisschen Weiß übrig.
lasse jetzt vielleicht schon mal mehr an die Kanten laufen, damit wir eigentlich nachher nicht mehr so viel Spiel haben und es zu arg laufen lassen müssen. Das ist sicherer. Sicher ist sicher, wa? War vielleicht auch ein kleiner Fehler, aber ich fand trotzdem gab es einen schönen Effekt. Vorher. So. Hier abputzen. So. Und jetzt schauen wir mal. Sieht also auch schon einiges dickflüssiger. Macht mal noch ein bisschen mehr Farben diesmal, aber nicht, dass es wieder zu überladen ist. Weil ich will ja wieder jetzt schwarz zum Kontrast reinmachen. So. Kurz mal nur ein paar Luftbläschen rauszumachen. Okay. Farben weg. Ich nehme jetzt wieder die Fäden, die Wollfäden. Ups, da hängt's. Nein. Und hier mein kurzer. So. Da habe ich ja jetzt schon so gezogen, aus Versehen. Dann ziehen wir das gleich mal weiter. Ihr seht also, wenn es dicker ist, nimmt auch viel mehr Farbe mit. Den wieder andersrum. So, und damit es nicht so langweilig ist, machen wir das nochmal. Ich überlege gerade nur, wie rum. Weil da ist schön dick schon. Ja, komm, egal. So. Ist natürlich klar, wenn die schon mal nass sind, dann kleben die. Da muss man aufpassen, dass man nicht gleich wieder mitzieht. Ziehen wir das mal so raus. Und das jetzt zieht es nochmal dahin. Ups, das war nicht gut. Genau, das ist der schöne Vorführeffekt, wenn man alles schnell, schnell machen möchte. Leute, lasst euch Zeit. Jetzt ziehe ich aber hier nochmal einen auf die andere Seite. So. Ihr könnt natürlich das Bild auch so lassen dann. Hat ja auch schon einen schönen Effekt. Ein bisschen abstrakt. Aber ich spiele ja immer gern. Ich mache hier mal noch einen auf die andere Seite. So. Okay. Also so hat das Bild auch schon was. Aber
ihr kennt mich. Ich werde es mal kurz erhitzen. Dauert etwas, aber dann kommen die Zellen. So. Und jetzt lasse ich trotzdem noch etwas laufen. Also man merkt schon, wenn die Farbe etwas dicker ist, nimmt er natürlich mehr Farbe mit. Im Gegensatz zum vorigen Bild. Jetzt lasse ich da nochmal Farbe drüber, wo ich zu viel Farbe weggenommen habe. So. Aber so finde ich es eigentlich schon ganz cool und ich würde es auch so lassen. Das passt. Okay, hat doch was. Ja, mal was anderes wieder. Ein bisschen erhitzen. Ein paar Effekte rausbekommen. So. Und dann lasse ich wieder für 10 Minuten einwirken. Und dann zeige ich es euch wieder von nahem. Dann bis gleich und bin da gespannt, wie es trocken aussieht. Ja. Okay, Freunde, jetzt mal das Bild von daheim. Als ihr seht, wenn man es etwas dickflüssiger macht, nimmt es natürlich auch mehr Farbe mit dem Wollfaden mit. Gut, ich habe jetzt natürlich auch Silikon in die Farben reingemacht. Ups, da. Cool ist ja hier einmal mit Zellen und dann dieser Strich ohne Zellen. Hat es ziemlich auseinandergezogen, aber es kommt cool. Genau so hier. Es kommt auch schön hell rüber. Okay, ihr könnt es natürlich noch etwas mehr laufen lassen. Sieht es natürlich etwas geradlinig aus, aber ich finde, es hat einen coolen Effekt. Mir gefällt es, ich hoffe euch auch. Dann war es das von mir. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht mal wieder eine neue Idee für euch. Und ich werde jetzt mit ein paar Restfarben, was ich hier noch habe, mache ich mal das nächste Bild einfach mal einen Flip Cup. Ganz normal. Und dann schauen wir mal, was daraus kommt. Also, ich hoffe, euch freut euch drauf und dann
bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye und bleibt gesund.